Man sitzt quasi in der Szenerie drin, dadurch, dass eben das Wasserbecken so nah am Zuschauerraum gebaut ist. Wasser ist ja bei den Aufführungen am See immer ein Thema. Und jetzt war ganz speziell die Idee von Philipp Stölzl, eben eine Dorfgemeinschaft in einem, ja, versunken im Wasser, versunken im Morast, für das Bühnenbild aufzugreifen. Und wie Philipp eben so arbeitet, hat er sich dann natürlich sehr viele Gedanken gemacht und spielt eben ganz stark mit dem Element Wasser. Es gibt eben auch Vertiefungen, wo Leute auftreten im Wasser und wieder abtauchen und irgendwohin verschwinden. Es gibt Vertiefungen, wo eben auch fahrbare Objekte auftauchen, was man, glaube ich, im Trailer schon relativ gut gesehen hat. Und wir hoffen natürlich, dass man das auch so eins zu eins dann auf der Bühne sehen wird.